So, da bin ich jetzt wieder. Waren ja gerade ja, mit DM soweit fertig. Dann bin ich noch weitergezogen und zwar zum Müller, der jetzt endlich bei uns vernünftigen Catrice Aufsteller hat. Und da habe ich mir diesen extra Long Lash Mascara gekauft. In Black natürlich. Ist noch in der Testphase. Ich habe ihn jetzt gestern und heute benutzt. Das Bürstchen ist astrein, klein, schöne Form, finde ich. Was mich stört, meistens ist es ja so, dass hier vorne an der Spitze immer Schnodder hängt, sage ich jetzt mal. Hier ist es hinten. Finde ich ganz merkwürdig, wie das passieren kann. Das hängt auch hier, wenn man das, kann man das sehen? Dass das so am Stäbchen auch alles so festhängt. Ist irgendwie suboptimal irgendwie da drinnen gelöst. Die Öffnung sieht auch immer irgendwie. Sieht man das? Ja, da sieht man so ein bisschen, dass da immer so Bröckelchen hängen. Geruch riecht nach Alkohol. Sonst riechen die ja immer ein bisschen muffelig oder nach Parfum. Aber das riecht nach Alkohol. Was mir auch aufgefallen ist, die geht, also gestern Abend beim Abschminken, ich bin mal gespannt, wie es heute ist. Es geht unheimlich schwierig ab. Und das, obwohl ich sehr ölige Tücher benutze. Ich benutze Babytücher, weil ich so eine empfindliche Haut habe. Und eigentlich kriegt man damit alles ab, aber das ist echt hartnäckig. Also da musste ich gestern wirklich arbeiten. War ich doch sehr erstaunt. Vielleicht ist das was Gutes so für wenn man schwimmen geht oder so. Fällt mir jetzt gerade dazu ein. Das könnte natürlich sein. Das sollte ich vielleicht mal ausprobieren beim Schwimmen. Weil ich schminke mich zwar dann nicht, aber Mascara habe ich trotzdem immer gerne auf den Augen, weil sonst sehen meine Augen so klein aus. Naja, egal. Dann habe ich von Catrice einen kleinen süßen Lippenstift. Der ist echt süß klein. Der ist gerade mal so groß wie mein Zeigefinger. Ja, und auch nicht viel dicker. Ist die 020 Rouge Satin von Catrice. Hat einen ganz leichten Glitter-Effekt. Sieht man das? Das ist auch der, den ich gerade. Was ich auch immer toll finde bei Catrice, dass sie das da so eingedruckt haben. Toll. Habe ich gerade auf den Lippen. Schön schmierig, nicht bappend, ganz angenehm. Trocknet auch die Lippen nicht aus wie viele andere. Also ich habe, wie gesagt, ich bin ja sehr empfindlich. Ich habe viele Sachen mittlerweile aussortiert, weil ich entweder Ausschlag davon bekomme, Pickel oder meine Lippen total trocken sind oder ich so richtig kleine Pusteln bekomme. Also ich bin da echt empfindlich. Aber bei Catrice habe ich das Problem bis heute Gott sei Dank noch nicht gehabt. Dann bin ich unheimlich stolz. Ich habe endlich den It Blew My Mind von Catrice bekommen. Da bin ich jetzt schon 6 Wochen oder so hinterher. Er war immer ausverkauft, ob jetzt bei Douglas oder beim Müller. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt bin ich ja fast aufgeschmissen. Welchen benutze ich jetzt zuerst? Den grünen oder den blauen? Spontane Entscheidung? Oder mache ich immer abwechselnd? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja, das war es dann mit Catrice und dekorative Kosmetik. Jetzt habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten. Wo ist es hin da? So für Körper gekauft und zwar Frutini Litchi Vanilla Körperpeeling. Das war leider verschweißt. Wenn ich gewusst hätte, dass das anders riecht als die Bodylotion, die kann man ja immer aufmachen, mal dran schnuppern. Das war leider verschweißt. Hätte ich es nicht gekauft. Es hat zwar einen unheimlich guten Peeling-Effekt. Die Haut ist danach wirklich babyzart. Ein ganz tolles, eine tolle Masse. So ein bisschen batschig und kristallig.
aber der Geruch. Es riecht definitiv nach Litschi. Nach Vanille überhaupt nicht. Aber es riecht sehr beißend. Also sehr nach, nicht künstlich, sondern einfach nach, ja, künstlich schon, aber nach Chemie wirklich. Also wenn das, also ich bin nicht der Typ, der gerne was wegschmeißt. Also ich werde es zu Ende benutzen, weil einfach der Peeling-Effekt super ist. Aber der Geruch, naja. Da habe ich dann dazu gekauft, auch mit der, wegen dem Hintergedanken, weil die Body-Lotion lecker gerochen hat, habe ich mir halt Körpersorbet gekauft, weil ich gedacht habe, Körpersorbet, super, das kühlt, weil das ja so eine Gelmasse ist. Sieht man, das da so ein bisschen. Und es hat halt Glitterflimmer drin. Das finde ich so toll. Das ist wie eine Konsistenz, so weicher Wackelpudding, also wie so ein Haargel. Oh, jetzt schwappst du mir bald raus. Geruch ist auf jeden Fall besser als das Peeling. Es riecht wirklich nach Litschi, aber wieder nicht nach Vanille. Ich weiß nicht, es ist irgendwie dabei verloren gegangen. Jetzt setze ich mich mal andersrum hin. Dann sieht man meinen Arm. Also es ist so ein Gel. Und es hat einen ganz tollen Kühleffekt. Ist wirklich auf der Haut, hinterlässt auch keinen. Ich würde nur raten, das wirklich gut zu verteilen, weil wenn man das irgendwo dicker aufträgt, dann wird das so bappig. Wenn man es richtig ordentlich verteilt, dann klebt das auch nicht, wenn das eingezogen ist. Also erst kühlt es, also dann hat es halt diesen Nass-Effekt, fühlt sich dann auch halt wie nass an. Aber sobald das eingezogen ist, ist es wirklich seidig weich, muss ich wirklich sagen. Und dann würde ich auch, weil es glitzert, aber wenn man es halt gut verteilt, ist der Glitzereffekt nicht so doll. Also ich habe es ausprobiert und ich habe mich dann nach 5 Minuten nochmal ganz dünn eingecremt und dann hat es echt super toll gefunkelt, weil das Zeug ist auch unheimlich ergiebig. Also man braucht nicht viel. Der Geruch, wirklich Litschi. Also wer es mag, also es ist halt nicht süß, es ist ein bisschen herber. Herber, ja, wie so eine Grapefruit, würde ich sagen. Also die haben ja auch nicht einen süßen Geruch, sondern halt, ne, intensiver. Ja, achso, genau. Dann habe ich von, achso, das hat gekostet zwischen 5 und 6 Euro, glaube ich. 5 oder 6 Euro. Dann habe ich mir von Frutini, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, Coco Banana Lip Balsam. Ich wusste, dass es Balsam gibt, aber nicht von Coco Banana, weil normalerweise habe ich Coco Banana, weil mein Freund das so gerne mag. Der liebt Banane. Gestern hat er mich, wie ich das dann benutzt habe, hat er mich halb aufgefressen. Ah. Wer diesen Duft mag, oh, lecker. Das ist halt so in lila-weiß. Man hat dann auch einen ganz leichten lila Schimmer, aber jetzt nicht doll. Also wirklich nur ganz dezent. Und was ich gut finde, der hat UV-Schutz. Das finde ich sehr wichtig. Und was mir aufgefallen ist, da sind so kleine Krümelchen drin. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass das einen Peeling-Effekt hat. Das weiß ich nicht. Das steht zumindest nicht drauf. Aber ich habe keinen Ausschlag davon bekommen. Also scheint das nichts, ja, zu Chemisches zu sein, wie auch immer. Also War ich überrascht. Ich hätte gedacht, ich würde davon einen dicken Ausschlag kriegen. Dann habe ich noch eine Gesichtsmaske zum Reinigen. Bin ich mal gespannt. Mit indischen Flieder und Wildrose. Habe ich noch nicht ausprobiert. Mal schauen, wie es wird. Und ja, dann habe ich noch das Bama. Das ist Silky Comfort Barfuß Spray mit Seide. Vermindert Reibung im Schuh. Jetzt so für den Sommer, top. Ich finde es klasse, hat sich echt gelohnt. Was heißt gelohnt? Ich habe es geschenkt bekommen von meiner Mama. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich weiß nicht, wo sie es gekauft hat. Aber ich denke mal, in besseren Schuhläden wird es das geben. Echt toll. Man hat wirklich ein angenehmeres Gefühl in neuen Schuhen. Und ja, es riecht auch angenehm nach Rose und noch was Süßem. Kann ich nicht sagen, ob es noch eine Blume ist. Auf jeden Fall süßer als eine Rose alleine. Das war es jetzt auch alles. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und ich bin nicht zu tüdelig und so, aber ich bin einfach so. Und
Ja, schreibt mir einfach in die Kommentarbox. Ich hoffe, 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 dass mich einige mögen und ich vielleicht noch ein paar Videos machen kann, da wie auch immer. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao!